Tagesordnung genommen. Damit wären wir bei Tagesordnungspunkt 4, Aktuelle Stunde zum Thema Konsequenzen aus dem Scheitern der Bewerbung um die Europäische Kulturhauptstadt 2025. Einreicher ist hier die CDU-Fraktion, die damit beginnen würde. Dann in der Fraktionsrunde beginnt die AfD-Fraktion und dann folgen alle weiteren. Bitte schön, Herr Donaser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, der Pulverdampf aus dem Dezember ist zwar verzogen und auch unsere Fraktion hat überlegt, ob es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist, eine Aktuelle Stunde hier durchzuführen. Und wie Sie sehen, sind wir dabei geblieben, weil wir schon der Meinung sind, dass nach über 5 Jahren intensiver Arbeit es angemessen ist, noch einmal Gedanken zu äußern, vor allen Dingen Gedanken zu äußern, die dazu beitragen sollen, die bevorstehende Analyse, aber vor allen Dingen auch die angekündigte Vorlage aus unserer Sicht zu begleiten und auch hier schon mal zu signalisieren. Ich komme dann noch mal drauf, dass wir durchaus ein Interesse haben, und da meine ich jetzt natürlich die CDU-Fraktion, an der Analyse mitzuwirken und gleichzeitig auch bei der Vorlage mitzuwirken. Vorlage heißt insbesondere, dass ich empfehle, dass wir als Stadtrat die Vorlage nicht erst in dem Stadium bekommen, was den Geschäftsgang angeht, wenn die Vorlage in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters durchgewunken wurde, sondern schon viel früher, damit sich auch Verwaltung ein Stück weit darauf einstellen kann, wie die Intentionen der Fraktionen hier aussehen, beziehungsweise dass wir hinterher nicht in einen, ich sage jetzt mal, Streit verfallen, was aus Sicht der Fraktionen sinnvoll ist, fortzusetzen und was eben nicht. Ich habe versucht, das auch in aller gebotenen Sachlichkeit heute vorzubereiten, weil es schon auch Stimmen gab, wenn heute allzu sehr draufgehauen wird, könnte das negative Auswirkungen darauf haben, wenn sich Chemnitz jetzt weiter im Bewerbungsverfahren befindet. Aber auch das, denke ich, kann man hinkriegen, indem man, und so werde ich das jetzt versuchen, vor allen Dingen Fragen stellt. Fragen, wo ich jetzt auch keine Antworten habe, aber Fragen, die dazu dienen sollen, eine Orientierung zu haben, worauf wir uns in den nächsten Wochen bei der Analyse bzw. bei der Vorlagenerstellung konzentrieren sollten. Und diese habe ich dann noch einmal gegliedert in einem Rückblick und vor allen Dingen, was ja dann besonders wichtig ist, in einem Ausblick. Zum Rückblick gehört dazu, dass es natürlich zu einer ehrlichen Analyse dazu gehört, im Blick zu haben, dass es schon irgendwann vielleicht nochmal möglich ist, dass sich Dresden beim ähnlichen Großereignis bewerben wird. Und hier nochmal aufarbeitet, was muss besser gemacht werden, wo hat man Schwachstellen entdeckt, wo laufen wir nicht Gefahr, beim nächsten Mal, wenn es wieder mehrere Runden gibt, schon in der Vorrunde quasi auszuscheiden. Und ich habe das unter die Überschrift gestellt, was ist genug? Was ist genug? Und um nicht sofort bei der Verwaltung anzufangen, was ist genug, will ich bei der Fraktion anfangen. Und da ist das klar, dass ich unsere Fraktion meine, aber auch gleichzeitig erwarte, dass sich andere Fraktionen mit dem Thema in gleicher Art und Weise auseinandersetzen. Zum Beispiel, haben wir die Verwaltung genug unterstützt? Oder haben wir uns genug in die Debatte um das Bewerbungsbuch eingebracht? Oder, und das denke ich ist eine ganz entscheidende Frage, haben wir uns genug in die Debatte eingebracht und in der Öffentlichkeit so agiert, und wir sind ja wichtige Multiplikatoren, dass wir für die Idee und die Bewerbung an sich, zum Beispiel in Parteikreisen, aber auch in der Stadtgesellschaft, so geworben haben, dass das angenommen und unterstützt werden konnte. Zur Verwaltung. Zum Beispiel hatte das Kulturhauptstadtbüro genug Personal gemessen an der Tragweite dieser Bewerbung? Oder gab es genügend Kommunikation zwischen den Führungskräften, OB, Bürgermeisterin, Kurator und dem Hauptstadtbüro, Kulturhauptstadtbüro? Oder wurde genug mit den großen Landeseinrichtungen wie SKD, Semperoper oder Schauspielhaus kommuniziert? Warum wurde dieses Potenzial
so wie die Jury zumindest empfindet, in unzureichender Weise genutzt. Und natürlich auch, das interessiert mich ganz genauso, fühlte sich die Verwaltung vom Stadtrat genug unterstützt? All diese Fragen könnten, und die haben natürlich überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, könnten eine gewisse Orientierung sein, wie man die Analyse aufarbeiten könnte. Und nun zum Ausblick. Und da ist natürlich, da will ich nicht erst groß drum herum reden, die Fragestellung, ist Kulturgeld, das bisher eingeplant wurde, auch weiterhin das Kulturgeld, was dort ausgegeben werden soll. Und da denke ich auch, hier sollte es keine Denkverbote geben. Wir haben sehr hohe Investitionssummen für eine erfolgreiche Bewerbung eingestellt. Und ich denke, da dieser Fall jetzt nun nicht mehr eintrifft, müssen sich alle Projekte, und ich betone alle Projekte, dem stellen, sorgfältig abgewogen zu werden, wenn es darum geht, Schulen zu bauen oder Schulen zu sanieren, wenn es darum geht, Straßen zu sanieren, wenn es darum geht, den Wohnungsbau zu unterstützen. All das darf von vornherein nicht ausgeschlossen werden und sollte bei der Abwägung noch einmal eine Rolle spielen. Und deshalb, das sind meine zwei letzten Sätze, bitte ich darum, wie schon am Anfang gesagt, dass die Fraktionen bei der Erstellung der Vorlage mit einbezogen werden. Und in diesem Sinne hoffe ich auf eine kluge Entscheidung der Verwaltung und wenn wir dann abschließend im Stadtrat die Vorlage beraten und beschließen werden, auch eine kluge Entscheidung dieses Stadtrates. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie gesagt, es beginnt die AfD. Herr Rentsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger. Die Bewerbung Dresdens als europäische Kulturhauptstadt 2025 ist gescheitert. Daran gibt es im Nachhinein nichts zu beschönigen. Der Bewerbungsprozess wurde von einer breiten Stadtratsmehrheit ohne Mitgestaltungsrechte getragen. Konzipiert wurde die Bewerbung durch das Kulturhauptstadtbüro unter Federführung unserer Kulturbürgermeisterin. Frau Bürgermeisterin Klepsch hat am 24.01. in Reaktion auf den Jurybericht geäußert. Wir danken der Jury für ihre kritischen Hinweise und Anregungen, so zum Beispiel die Revitalisierung der Robotron-Kantine und die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie weiter zu verfolgen. Wir werden diese nutzen, um die Novellierung des Kulturentwicklungsplanes, die Kulturstrategie für Dresden bis 2025 zu qualifizieren. Der Jurybericht hört sich jedoch hingegen ganz anders an. Nicht von kritischen Hinweisen ist die Rede, sondern teilweise von Verwunderung über die Konzeption der Bewerbung. Darin ist zum Beispiel zu lesen. Die lokale und europäische Dimension ist nicht ausbalanciert. Eine schlüssige künstlerische Vision ist nicht erkennbar. Ein Mehrwert für die kulturelle Entwicklung Dresdens und der Region ist nicht zu sehen. Und eine wichtige verpasste Gelegenheit war, nicht stärker auf das kulturelle Erbe der Stadt zu setzen. Diese Juryergebnisse sprechen somit eine klare Sprache und sie widerlegen die hier immer wieder vorgetragene und als Notwendigkeit ausgelegte Konzeption dieser Bewerbung. Der Innovationsbedarf für die Dresdner Kunst und Kultur und der Auslassung der Stadtgeschichte der gewachsenen etablierten Kulturszene hat sich somit als mehr erwiesen. Selbst beim Kernstück der Bewerbung, der Frage nach Demokratie und den neuen Formen der Partizipation, sind die Verantwortlichen gescheitert. Im Jurybericht heißt es, dass nicht klar erklärt werden konnte, was das Thema Demokratie aus kultureller und künstlerischer Sicht angesprochen werden sollte. Zu diesem Thema haben wir uns unter der Überschrift Antidemokraten im Dresdner Kulturbetrieb bereits geäußert. Anstatt die Ergebnisse des Juryberichtes als gegeben hinzunehmen, zeigen die Vertreter des Kulturrathauses, dass sie eine bestätigte gescheiterte Agenda einfach fortführen möchten und zur politischen Grundlage des Kulturentwicklungsplans machen möchten. Aus unserer Sicht ist das der falsche Weg. Die Lehre aus der gescheiterten Bewerbung muss sein, sich wieder auf die wesentlichen Aufgaben der Landeshauptstadt zu konzentrieren. Ein Teil des theoretisch veranlagten Geldes für die Kulturhauptstadtentwicklung kann sinnvoller verwandt werden, als eine gescheiterte Konzeption einfach neu einzukleiden. Mehr Sicherheit, Bewahrung des innerstädtischen Friedens, kostenloser Schülerverkehr, Sanierungsstau in Schulen, verkehrstechnische Lösungen, als auch die Wiedereröffnung des Fernsehturmes sind momentan ungleich wichtigere Themen.
Zu guter Letzt möchten wir an die Stadtoberin appellieren, ein totes Pferd nicht länger zu reiten und sich stattdessen wieder auf die kulturelle Eigenständigkeit der Stadt zu konzentrieren. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für Fraktion Die Linke, Frau Apel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, werte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Dresden ist raus. Die Nachricht verbreitete sich blitzschnell in den sozialen Netzwerken und viele waren enttäuscht, so auch ich. In dem mehrjährigen Prozess gab es allerdings auch Situationen, wo ich mich gefragt habe, wenn ich Jurymitglied wäre, würde ich denn Dresden als Kulturhauptstadt 2025 wählen? Eine Stadt, in der Kunst im öffentlichen Raum eröffnet wird und Menschen mit hassverzerrten Gesichtern die Einweihung mit Lärmen, Pfeifen, Buhrufen begleiten und damit jegliche Kommunikation unmöglich machen. Eine Stadt, der der Weltkulturerbetitel entzogen wird und wo es scheinbar keinen stört. Aber es gibt eben auch die andere Seite und die Seite sollte gestärkt werden. Und es ist immer der Dialog notwendig, der Dialog zwischen allen. Ein Dialog als Gesprächskultur, die das Zuhören beinhaltet und das Argumentieren. Für die Linke war deswegen immer wichtig, in diesem Kulturhauptstadtbewerbungsprozess zu überlegen, kann Kultur diesen Dialog zwischen allen befördern? Und so haben wir auch mitgearbeitet. Nun zeigt sich in der Begründung der Jury, dass die Vorstellungen der Stadt Dresden, die in diesem Big Book am Ende komprimiert zusammengetragen wurden, und die Vorstellungen der Jury sehr weit auseinanderliegen. Die Kritik, die sie üben, erstreckt sich eigentlich über alle Punkte und es liest sich ziemlich verheerend. Im Grunde genommen habe ich danach gedacht, oh je, wieso haben wir uns überhaupt trauen können, da uns zu bewerben? Aber dann habe ich wieder in das Buch geschaut und fand, dass es so ganz vieles gibt, was uns der Linken daran total wichtig ist und was es wert ist, weiterzuführen, selbst wenn es jetzt nicht von der Jury genannt wurde. Ich will nur auf zwei Punkte eingehen. In dem Big Book unter Kapitel 2.2 geht es darum, bestehende Kulturlandschaften, die es ja bei uns in Dresden reichlich gibt, in Zukunft zu ergänzen und zu erweitern. Und deswegen nennt sich dieses Kapitel Neue Heimatplattform. Es geht darum, und da sind zwei sehr komplizierte Sätze geschrieben, über die man lange, lange referieren kann. Ich will sie ganz kurz nur zusammenfassen. Es geht darum, neue Orte des Kunstschaffens, des Kunsterlebens oder auch des Mitgestaltens zu entwickeln. Ein schönes Projekt, was da schon in diese Richtung ging und gerade in diesem Rahmen entwickelt wurde, war zu Hause in Prolis vom Societätstheater. Und es wurde auch hier im Rat anerkannt, denn wir haben die finanzielle Unterstützung zweimal zusätzlich gemeinsam beschlossen. Es ging aber nicht nur um andere Orte, es geht auch um eine andere Art des Schaffens von Kunst. Und es geht um die Verbindung zwischen den verschiedenen Kunstrichtungen, durchaus auch die Verbindung mit der Wissenschaft. Hier haben wir auch schon schöne Beispiele, zum Beispiel das Zentralwerk. Die neue Heimatplattform wird mit der Robotronenkantine im Verlauf der kommenden Jahre ein Zentrum erhalten, steht hier drin. Die Robotronenkantine soll 2025 eröffnet werden. Und ich finde, diese Projekte sind es wert, dass sie weitergeführt werden. Genauso wie diese Projekte in Schieren, Migden und Alt-Omsewitz. Es gibt ein weiteres Kapitel, was, ich glaube, uns allen gemeinsam tatsächlich, denn so sind unsere Beschlüsse bisher auch gewesen, hier am Herzen liegt, nämlich die Mitwirkung und Teilhabe unterschiedlicher und benachteiligter Gruppen, nicht nur in einzelnen Projekten, die hier dargestellt sind, sondern grundsätzlich in der Stadt Dresden. Das ist in Kapitel 4.2 dargestellt. Und es geht hier nicht nur um junge Menschen, sondern es geht um Migranten und damit diesem Projekt Interkulturelles Zentrum im Kraftwerk Mitte. Und es geht um einen barrierefreien Zugang zu kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Dresden sowie um Senioren. Und dass uns das wichtig ist, haben wir bewiesen mit unserem Seniorenbeschluss
als eine Seniorenbeauftragte hier in der Stadt Dresden einzusetzen. Und da geht es um die Kultur wohnortnah, um eine Reihe von Kultur- und Nachbarschaftszentren, die wir hier planen. Und wenn am Schluss auf der letzten Seite die Projekte aufgezählt sind, so sind es uns doch nach wie vor wichtige Projekte. Warum sollen sie das nicht mehr sein? Robotronenkantine, Festspielgelände Hellerau, aber natürlich vor allen Dingen auch Stadtteilhaus Johannstadt, Bürgerhaus Prolis, Kulturzentrum Scheune, Kunstraum G8 und das Kulturzentrum Kotta. Das wollen wir weiter befördern. Daran will die Linke weiter mitwirken. Und das sollte auch in Zukunft in der Kulturpolitik eine Rolle spielen. Danke. Für die SPD-Fraktion Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, man konnte es an den Gesichtern der Teilnehmenden ablesen, wie groß die Überraschung gewesen ist, als wir aus dem Rennen um die Kulturhauptstadt geflogen sind. Es ist gerade schon ein bisschen was dazu gesagt worden, wie die Genese der Kulturhauptstadtbewerbung selber war. 2014 ein breiter Ratsbeschluss ohne Gegenstimme, die ersten zarten Pflänzchen, dass man sagt, wir wollen diese Kulturhauptstadtbewerbung. 2016 der erste umfangreichere Beschluss, meines Erachtens auch, doch bei 4 Enthaltungen 2016 die Vorlage zur Bewerbung und noch gar nicht so lange her, 2019 die grundsätzliche Entscheidung, dass man das Bewerberbuch einreicht und sagt, wir wollen uns tatsächlich gemeinsam auf den Weg machen. Gemeinsam als Stadtrat, gemeinsam mit der Stadtgesellschaft. Ich habe in der Reflexion zur Kulturhauptstadtbewerbung jetzt ab und an gehört, wir hätten zu wenig Mitspracherechte als Rat gehabt. Und in der Tat, ich stimme da Herrn Donhauser zu, ich glaube, wir sollten uns fragen, inwieweit denn die Kulturhauptstadtbewerbung von uns allen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, aber auch von unseren Vorgängerinnen und Vorgängern im letzten Stadtrat getragen wurde. Haben wir denn wirklich dahinter gestanden? Wie sind wir denn mit der Bewerbung umgegangen? Ich vermag da jetzt als jemand, der wieder neu im Rat ist, keine hundertprozentige Antwort zu geben, aber ich glaube, wir haben uns manchmal ein Stück darauf verlassen, dass es uns doch zumindest in den ersten Runden zu sehr in den Schoß fällt, wir als Landeshauptstadt Dresden mit viel Kunst und Kultur, dass wir an der Stelle weiterkommen. Ich möchte besonders der Kulturbürgermeisterin, aber auch dem Oberbürgermeister und dem Kulturamt danken. Danken für die Arbeit, die Sie im Rahmen dieser Kulturhauptstadtbewerbung an den Tag gelegt haben, denn dieses Großprojekt, was wir hier gemeinsam stemmen wollten, das schreibt sich ja nicht einfach so. Das ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern da stehen Menschen dahinter, da stehen Kulturschaffende dahinter, da steht die Verwaltung dahinter, die das Ganze konzipiert hat. Wir konnten als Rat darüber abstimmen und ich hätte mich gefreut, wenn wir eine Bewerbung gehabt hätten, die erfolgreich gewesen wäre, die von oben initiiert, anders funktioniert das an so einer Stelle nicht, wenn wir uns als Rat auf den Weg machen, aber dann von unten von den Bürgerinnen und Bürgern getragen wird. Diese Chance ist jetzt erstmal weg, weil wir bewerben uns nicht mehr um die Kulturhauptstadt. Ich finde es aber trotzdem spannend und deswegen war ich dem Oberbürgermeister sehr dankbar, als er das am Tag nach dem Ausscheiden aus dem Kulturhauptstadtrennen gesagt hat, dass es eine Vorlage geben wird, wie wir die guten Dinge, die in der Bewerbung mit drin stehen, nutzen können, um den Geist der Kulturhauptstadtbewerbung auch mit nach vorne zu nehmen, um zu schauen, wo wollen wir denn selber 2025 stehen. Und ich glaube, dass wir durchaus kritisch reflektieren müssen, was uns die Jury mit ins Stammbuch geschrieben hat. Die Frage von Demokratie in unserer Stadt und wie wir damit umgehen. Denn Dresden ist eben nicht nur Semperoper, sondern Dresden ist auch die zerstörte Semper-Synagoge. Dresden ist nicht nur August der Starke, sondern Dresden ist auch Georges Gomondai. Dresden ist nicht nur die Heller-Siedlung, sondern Dresden ist eben auch das Judenlager Hellerberg. Und ich glaube, wir müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle ansetzen, denn tatsächlich im Auftreten nach außen bin ich mir nicht sicher, ob wir diese Reflexionsleistung immer mitnehmen, das Gute und Schöne dieser Stadt zu zeigen und auf der anderen Seite aber auch kritisch auf unsere Geschichte zu blicken und kritisch darüber zu sprechen, was man denn besser machen kann. Ich glaube, es ist schade gewesen, dass wir das Thema Weltkulturerbe nicht ausreichend erklären konnten. Ich glaube, das ist eine Frage, die international umgetrieben hat. Und diese Kulturhauptstadtbewerbung hätte
eine Chance gehabt, einen Rahmen zu schaffen, ein Band zu spinnen, auch für uns als Stadt, denn das ist ja ein Punkt, der auch kritisiert wurde, dass der europäische Kontext nicht klar genug erkennbar ist, ein Band zu schaffen zwischen Coventry in der Mitte Dresden von Europa bis nach St. Petersburg. Ich glaube, wir hätten durchaus die Chance gehabt, mehr Internationales mit reinzubringen. Ich glaube, es wäre uns gelungen, denn das Buch ist nicht schlecht gewesen. Es lohnt aber jetzt nicht darüber zu diskutieren, ob die Juryentscheidung richtig oder falsch gewesen ist. Fakt ist, wir stehen heute hier und müssen damit leben, dass wir rausgeflogen sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir als Rat in Gänze nach vorne blicken, nicht zurück und das positiv, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ich freue mich sehr auf die Vorlage. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Ich möchte zustimmen, dass es sinnvoll ist, dass wir im Vorfeld darüber diskutieren. Machen wir ja auch schon im Kulturbereich die ersten zarten Anzeichen, was in der Vorlage drin stehen könnte, hat uns das Kulturamt schon gegeben. Und ich freue mich auf den weiteren Prozess. Wäre ich Life-Coach dieser Stadt, würde ich sagen, Krönchen richten und weiter geht's. Oder aus der Niederlage lernen, positiv nach vorne gehen und trotzdem Kulturhauptstadt 2025 werden, auch ohne Titel. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung die FDP-Fraktion, Herr Haase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute hier über das Scheitern der Kulturhauptstadtbewerbung debattieren, wollen wir nicht vergessen, uns erst einmal zu bedanken, nämlich bei all den Engagierten in unserer Stadt, die über Monate oder sogar Jahre, wir haben es gerade gehört, mit viel Herzblut an der Verwirklichung dieses Projektes gearbeitet, dafür gekämpft haben. Und ich glaube, das waren nicht wenige. Also an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle, die investiert haben, die versucht haben, dieses Projekt voranzubringen. Es hat Dresden als Stadt insgesamt sicherlich gut getan, sich einem solchen Prozess zu stellen, wenngleich das Ergebnis natürlich aus unserer Sicht negativ ist. Nichtsdestotrotz möchte ich in die Harmonieseligkeit, die meine Vorredner hier mit Herrn Donhauser im Beginn aufgemacht haben, ein bisschen Salz hineinstreuen, weil nicht alles ist nur gut gewesen und natürlich ist dieser Ort auch der Ort, um Kritik zu üben, an dem, wie dieses Bewerbungsverfahren abgelaufen ist und das, was man uns ins Lastenheft geschrieben hat. Seit wenigen Tagen liegt nun der Bericht der Jury vor, Sie alle haben ihn sicherlich gelesen, der über das Dresdner Bitbook die Qualität unserer Bewerbung Auskunft gibt. Und das, was dort verklausuliert in wenigen Sätzen steht, ist in weiten Teilen nicht schmeichelhaft für die Kunst- und Kulturhauptstadt Dresden, die sich in ihrer eigenen Wahrnehmung häufig selbst überschätzt. Man könnte die Kritik der Jury in drastischen Worten wie folgt zusammenfassen: provinzielles Klein-Klein statt internationaler künstlerischer Perspektive, Unentschlossenheit und fehlender Mut bei der Themensetzung, mangelhafte Lernfähigkeit in Bezug auf die Fehler aus der Vergangenheit, die Nichtbewältigung des Spagates zwischen Hochkultur und freier Szene. Über all das würde ich ganz persönlich die Überschrift schreiben: unentschlossen und inkonsequent. Nehmen wir zum Beispiel die thematische Ausrichtung. Sich mit dem Auseinanderdriften der Gesellschaft und der mangelhaften Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft zu befassen, ist sicherlich ein lohnenswerter Ansatz gewesen. Doch die Kampagne mit dem Titel Neue Heimat wurde diesem Ansinnen nur im Ansatz gerecht. Um die internationale Perspektive zu bedienen, hätte man viel konsequenter das Thema Transformation und Transformationserfahrung nach 1990 in den Vordergrund rücken müssen. Dies wäre übrigens auch international anschlussfähig gewesen. Mit Blick gerade auf unsere Nachbarn in Polen, in Tschechien und in Ungarn, wo es derzeit natürlich auch erhebliche Probleme mit dem Thema Akzeptanz der Demokratie gibt, sicherlich ein Thema mit lohnenswerter Perspektive. Nehmen wir zum Beispiel das kulturelle Erbe. Selbstverständlich kann eine Kulturhauptstadtbewerbung nicht nur auf die Vermarktung der bereits existierenden Institutionen der Hochkultur setzen. Aber dieses Kapitel ganz brach liegen zu lassen, ja fast schon einen weiten Bogen darum zu machen, zeigt einmal mehr die Unentschlossenheit und Inkonsequenz des Verfahrens. Natürlich geht es nur um Miteinander zwischen den Großen und den Kleinen. Und natürlich müssen die staatlichen Kunstsammlungen genauso eingebunden werden in einen solchen Prozess wie die Akteure der freien Szene. Und nehmen wir zum Beispiel das Thema Marketing und öffentliche Wahrnehmung. Auch das
Was da niedergeschrieben wurde im Jurybericht, ist wenig schmeichelhaft. Die Sichtbarkeit der Kampagne nach innen und nach außen, es wurde zu wenig investiert. Darüber hinaus können auch einige nett gemachte Flyer und sonstige Produkte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht hinwegtäuschen. In der Kulturstadt Dresden ist es ja nicht einfach, natürlich mit solchen Themen in breite Bevölkerungsschichten vorzudringen. Aber ich glaube, auch hier hat es am Willen gefehlt, mehr zu investieren. Man hätte mehr investieren müssen. Apropos investieren. Selbstverständlich brauche ich, um kampagnenfähig zu sein, Personal. Ich brauche vor allem das richtige und gutes Personal. Dass der Leiter des Kulturhauptstadtbüros im laufenden Verfahren ausgetauscht werden musste, dass ein externer Kurator eingekauft werden musste, um die Bewerbung überhaupt in Schwung zu bringen, zeugt wohl kaum von einer erfolgreichen Personalpolitik. Und dies waren, wenn wir ehrlich sind, im Nachhinein erste Anzeichen für ein mögliches Scheitern dieser Bewerbung. Mangel an Mut bei den Verantwortlichen der Verwaltung, insbesondere im Kulturamt, falsche oder zu spät getroffene Personalentscheidungen und bürokratisches Kompetenzenwirrwarr werfen kein gutes Bild auf die Strukturen in unserer Stadt. Dresden ist offenkundig derzeit nicht in der Lage, Projekte im Format einer europäischen Kulturhauptstadtbewerbung zu stemmen. Das sollte uns zu denken geben und wir sollten alles dazu tun, diese Mängel, vor allem im Kulturbereich, konsequent anzugehen und aufzuarbeiten. Dass sich dazu der ein oder andere Verwaltungsmitarbeiter sich bewegen muss und Mentalität in Amtsstuben ändern, ist, glaube ich, selbstverständlich. Wir werden uns also die Verwaltungsvorlage ganz genau anschauen, die von der Verwaltung bereits angekündigt ist. Hoffentlich gelingt es uns, dadurch das eine oder andere, was auch positiv gewesen ist, an dieser Kulturhauptstadtbewerbung in die Zukunft fortzuschreiben. Wir werden sehen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Dagen für die Freien Wähler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das frühestmögliche Ausscheiden Dresdens um den Titel Kulturhauptstadt 2025 zwingt uns dazu, vor allem Bilanz zu ziehen. Zu einer Bilanz gehört es, sich die Seite des Gewinns und die Seite des Verlusts anzuschauen. Und es gehört auch dazu, Projekte, Ideen und Visionen auf den Prüfstand zu stellen und diese hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit zu analysieren. Mittlerweile liegt uns eine solche Analyse vor, eine Erklärung der Juryentscheidung, und diese spricht vor allen Dingen von einer Ratlosigkeit zur Durchführbarkeit und auch von einem Unverständnis darüber, Dresden als Kunst- und Kulturstadt, als historisch gewachsene Metropole und als tief verwurzelte mitteleuropäische Kulturlandschaft in den Bewerbungsprozess nicht sichtbar mit einbezogen zu haben. Die Jury bezeichnet dies als eine verpasste Gelegenheit. Eine zu realisierende Bewerbung allerdings, die nicht auf dem Fuß, was ist, sondern auf dem, was sein könnte, die also eine Utopie ist, war einem großen Anteil der konservativen Bürgerschaft nicht zu vermitteln. Insofern steht diese Bewerbung zur Kulturhauptstadt sinnbildlich für die zivilgesellschaftliche Situation, in der wir uns derzeit befinden, ein hermetischer Kreis, der losgelöst von alltäglicher Realität seinen utopischen Wünschen und Visionen erliegt, ist nicht in der Lage zu begeistern und zu mobilisieren. Dieser selbstverliebte utopische Ansatz, und ich erinnere an die großen utopischen Projekte des 20. Jahrhunderts, ist zum Scheitern verurteilt, es sei denn, er bedient sich totalitärer, massenkompatibler Machtstrukturen. Die mediale Rezeption des Scheiterns ist verheerend. Wir lesen vom Debakel, von Katastrophen, von einem Flop. Allerdings hat dieser Flop die Stadt Dresden über 2 Millionen Euro in den letzten 3 Jahren gekostet. Dies für Honorare, Reisen, Projekte und für die Öffentlichkeitsarbeit. Und man hat sich ein großes, prominentes Kuratorium geleistet, von denen die allerwenigsten eine Verwurzelung im besagten sächsischen Kulturraum haben. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht unbedingt eine Voraussetzung für dieses Ehrenamt, dennoch aber eine Brücke. Und trotz der großen Begriffe des Jargons vom Miteinander, der Toleranz, der Weltoffenheit, hat man es nicht geschafft, diese Brücken zu bauen. Frau Apel, ich darf an Sie anschließen. Sie sprechen von Dialog. Dafür stehen die Freien Wähler maßgeblich. Ich spreche die CDU und die SPD an, die sich die Frage stellt, inwieweit wir hier mitgearbeitet haben. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich habe eine Veranstaltung gemacht, gleich nachdem das Bewerbungsbuch erschienen ist. Und was passierte? Es gab eine Gegenveranstaltung. Nun, das neue Thema oder das Thema, neue Heimat zu etablieren,
was ganz bestimmt nicht nur die eindimensionale Einbeziehung neuer, anderer Kulturen, Strukturen, Religionen und Traditionen beinhaltete, war in dieser polarisierten Stadt schlichtweg unklug. In meinen Augen hat die Kulturhauptstadtbewerbung dennoch thematisch einige Dinge versucht aufzugreifen. Ich erinnere an die Veranstaltung im Kulturpalast mit Uwe Tellkamp und Durst Grünbein innerhalb der Veranstaltungsreihe Streitbar oder die Veranstaltung zur Einführung von 5G und zur Seenotrettung im Hygienemuseum. Aber die Angst davor plötzlich, und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, das kommt immer plötzlich, selbst ausgegrenzt zu werden, wich einer konsensorientierten Beliebigkeit. Diese Angst davor, nicht mehr im warmen Schoß der vielbesungenen zivilgesellschaftlichen Mitte aufgehoben sein, die lähmt. Gerade der hiesige Kulturbetrieb, den die Jury als einen sehr aktiven wahrnimmt, ist ein zum großen Teil staatlich alimentierter und subventionierter. Der Künstler als Kulturschaffender, als Werktätiger, als wesentlicher Protagonist einer gesellschaftlichen Organisation. Einen Innovationsbedarf machte man hier im Rahmen der Bewerbung aus, erklärt wurde dies allerdings nicht. Ersichtlich wird es in diesem utopistisch ambitionierten Ansatz dennoch durchaus, und das kommt dann dem Bild vom neuen Menschen schon sehr nah. Der Künstler als systemischer Handlanger, der damit seine Kunst gänzlich verrät. Und so geht es für uns, und ich führe Sie zum Beginn meiner Rede zurück, darum vor allen Dingen Bilanz zu ziehen. Und so ist dieses frühestmögliche Ausscheiden Dresdens auch ein Gewinn und eine Chance, wenn wir sie denn wollen. Ein Weiter-so kann es im Duktus von Wir schaffen es nicht geben. Insofern appelliere ich dafür, im ehrlichen Umgang miteinander avisierte Projekte, die Sprache dieser utopischen Bewerbung sprechen. Und natürlich gehe ich da auf die Robotron-Kantine ein, im Sinne und in einer konsequenten Verantwortungsbereitschaft zu prüfen. Denn was wollen denn die Bürger von uns? Die wollen, dass wir Verantwortung übernehmen, Verantwortung für ein Scheitern, Verantwortung dafür, dass, obgleich hier in der letzten Legislaturperiode vom Stadtrat einstimmig beschlossen, viel, viel Geld verbraucht wurde. Ich ende mit Brecht, weil ich bemerke, dass man hier an diesem Ort sehr gern zitiert, und dies vor allem Brecht. Künstler, Musiker und Dichterfürsten schreien nach Lorbeer und nach Würsten. All die Guten, die geschwind nun es nicht gewesen sind. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filosine. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, über das Weltkulturbild und Dialogverständnis von Frau Dagen könnte man sehr lange sich hier jetzt unterhalten, würde ich auch gern. Wir haben nur jetzt nicht die Möglichkeit, in eine Debatte einzusteigen, weshalb ich mich jetzt doch an meine ursprünglich aufgeschriebene Rede halte, in der es tatsächlich auch um eine nüchterne, und ich betone das Wort nüchterne Analyse, dessen gehen soll, was auch aus meiner Sicht und unserer Sicht nicht gut lief und was wir daraus lernen können. Was hat die Jury bemängelt? Die mangelnde Einbeziehung der ansässigen Kultureinrichtungen, die unklare Definition, worin der Mehrwert der Kulturhauptstadt gelegen hätte, die mangelnde Untersetzung, wie man tatsächlich durch Kultur positive Impulse für die Demokratie setzen könnte, das Fehlen einer durchdachten europäischen Dimension, die nicht vorhandene Reflexion über die Bedeutung des Verlusts des UNESCO-Welterbes, haben auch schon zwei Vorredner gesagt. Und hier muss ich wirklich sagen, dass man auf die Frage, wie man damit umgeht in dieser Stadt, dass man sich Weiland trotzig und verbohrt, selbst, das sind jetzt meine Worte, selbst aus dem Kreis der kulturellen Premier League, in der wir schon mal waren, geschossen hat, bei der Präsentation offensichtlich nicht vorbereitet war, das ist leider symptomatisch.
Nach meiner eigenen Analyse haben wir es bei der Bewerbung tatsächlich versäumt, zunächst einmal eine Bestandsaufnahme der eigenen vorhandenen und durchaus in hohem Maße vorhandenen Stärken vorzunehmen. Dresden ist eine Kulturstadt. Die Kultur in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen ist hier wie kaum irgendwo sonst in der Bevölkerung verankert. Auf Basis dieser hätte die Stadt dann zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern ein gemeinsames kulturelles Leitbild entwickeln und herausfiltern können, worin man eben besagten Mehrwert einer Kulturhauptstadt sieht und wie man diesen zu erzielen gedenkt. Das geht aber nur mit maximaler Partizipation. Und die war anfangs auch super. Es gab großartige Bürgerwerkstätten, die 2018 entwickelten Orte des Miteinanders bezogen auf wunderbare Weise die Stadtteile und die freie Szene mit ein. Das war sehr vielversprechend. Leider ging aus meiner Wahrnehmung nach der Gründung des Kuratoriums und der Amtsübernahme des Kurators wieder mehr eine Abkoppelung von der Stadtgesellschaft einher und die Bewerbung wurde zunehmend verkopft. Bei der Findung des in von Anfang an verschiedentlichen Kreisen hoch umstrittenen Mottos Neue Heimat gab es genau keine Beteiligung der kulturellen Akteure und der Bürgerschaft. Das war eine verpasste Chance und das sehe ich im Nachhinein auch als klar falsch an. Und die Jury hat ja ganz offenkundig eben doch nicht nur in das sehr schön gestaltete Bitbook geschaut, sondern sich genau angesehen, wie die Stadt tatsächlich agiert. Welche Leidenschaft steckt hinter der Bewerbung? Und da bin ich bei vielen, die das heute auch schon gesagt haben, waren wir alle eigentlich selber leidenschaftlich genug dabei? Die Frage kann man sich stellen. Welche konkreten Ideen hatte die Stadt, um sich europäisch zu verorten? Hier ist einfach noch Nachholbedarf. Wie bezieht sie die diversen vorhandenen Communities mit ein? Welche demokratischen Impulse setzt sie? Funktionieren die gewählten Veranstaltungsformate oder bewirken sie nicht womöglich das Gegenteil? Und wie geht Dresden mit seinem kulturellen Erbe um? Das müssen wir nüchtern zur Kenntnis nehmen. Aber welche Konsequenzen ziehen wir nun aus dem Ergebnis? Dies ist ja die Frage der heutigen Aktuellen Stunde. Für mich ganz zentral die, die oben benannten Fragen ehrlich zu beantworten und wo nötig entsprechend zu handeln. Wir sollten uns aber gleichzeitig auch nicht den Schneid abkaufen lassen, mutig nach vorn zu sehen. Auch hier hilft vielleicht erst einmal ein Blick auf das Resümee der Jury. Diese ermutigt Dresden ja beispielsweise ausdrücklich in die freie Szene als, Zitat, wichtiges Element für die räumliche und soziale Entwicklung der Stadt zu investieren. Wunderbar, lassen Sie uns dies tun. Wir sollten, das wäre meine Empfehlung, auch weiter in das Projekt Robotron-Kantine investieren, das ausdrücklich positiv bewertet wurde. Sollten an den in der Bewerbung verankerten Kulturen Nachbarschaftszentren festhalten, die wir in den Stadtteilen aufbauen wollen und für die es ja auch einen breiten Konsens in der Stadtgesellschaft gibt. Das war ein zentrales Ergebnis der damaligen Bürgerwerkstätten. Und wenn wir es am Ende schaffen, die Kräfte unserer facettenreichen Kulturlandschaft zu bündeln, kulturelle Leuchttürme wie nicht institutionalisierte Szene und die Bürgerschaft sowie zu Beginn der Bewerbung einzubinden und dann gemeinsam zu definieren, wohin wir uns als Kulturstadt Dresden entwickeln wollen, dann wäre dies ein wichtiger Schritt. Aber den sollten wir gehen. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung zunächst Frau Klepsch. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Staatsräte, mit mehreren Beschlüssen hatte sich der Stadtrat der Landeshauptstadt entschieden und die Verwaltung beauftragt, das Wagnis einer Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas einzugehen. Und ich spreche hier bewusst von Wagnis, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ein Wagnis auch deshalb, weil jeder Wettbewerb grundsätzlich beinhaltet, dass es auch Verlierer gibt. Und ein wesentliches Merkmal des europäischen Programms Kulturhauptstadt ist jedoch, und das unterscheidet diesen Wettbewerb von anderen,
dass es bekanntlich am Ende nicht darum geht, einen großen Preis und viel Geld zu bekommen, sondern es geht um einen ideellen und auch materiellen Prozess, der für die eigene Stadt angestoßen wird, um einen kulturpolitischen Langstreckenlauf, der nicht als Sprint im Jahr 2025 endet, sondern als Marathon verstanden werden sollte. Und wir haben diesen Marathon vor 4 Jahren begonnen und ich möchte an dieser Stelle allen danken, die uns als Personen, als Institutionen auf diesem Weg unterstützt haben. Nun ist die Stadt Dresden nicht mehr im Wettbewerb und die Gründe dafür, die gilt es zu analysieren, zweifelsohne. Gleichwohl ist das im Rahmen einer aktuellen Stunde nicht zu leisten. Jedoch eine Anmerkung zu den Landeseinrichtungen, den Kultureinrichtungen des Freistaates. Wir haben sehr viele Gespräche mit diesen geführt. Die Landeseinrichtungen haben uns auch mit einzelnen Veranstaltungen unterstützt. Aber zur Wahrheit gehört auch, sie sahen sich zur Neutralität verpflichtet, solange 3 sächsische Bewerberstädte im Rennen sind. Der Jurybericht liegt nun seit dem 24. Januar vor und sowohl der Kulturausschuss des Stadtrates als auch das Kuratorium des Oberbürgermeisters werden sich in der nächsten Woche damit ausführlich befassen und ihre Intentionen, auch die fortführenden Ideen zu besprechen, nehme ich gern auf mit in die entsprechenden Sitzungen. Und meine Damen und Herren, wenn man Konsequenzen ziehen soll, wenn wir gemeinsam Konsequenzen ziehen möchten aus Bewerbung, dann ist es doch naheliegend zu fragen, was bleibt für Dresden und welche Impulse nehmen wir mit in die Zukunft für unsere Stadt. Ich behaupte, es ist uns mit der Bewerbung durchaus gelungen, den Kulturbegriff für Dresden zu erweitern und sowohl die Stadtteile als auch die Menschen in unserer Stadt vielfältiger in kulturelle Prozesse einzubeziehen als bisher. Darauf wollen wir aufbauen, unter anderem mit dem Ziel der Stadtteilkultur- und Nachbarschaftszentren, mit der Ausweitung der kulturellen Bildung und schließlich dem Kulturentwicklungsplan, der im Frühjahr im Stadtrat zur Diskussion stehen wird. Und meine Damen und Herren, die Jury bestärkt uns in ihrem Bericht, das Thema Nachhaltigkeit im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN aus der Kultur heraus zu verfolgen. Die Jury bestärkt uns auch darin, die Robotron-Kantine als Idee weiter zu verfolgen und sie in Ergänzung zu einer reichen kulturellen Landschaft, dem reichen kulturellen Erbe zu revitalisieren. Und der Bewerbungsprozess hat uns gelehrt, dass es nicht reicht, sich als Kulturstadt in Europa zu verstehen, sondern künstlerischen Austausch in Europa aus Dresden heraus zu intensivieren und damit aus der Kultur heraus die kulturelle Integration Europas zu stärken. Über einzelne Maßnahmen sollten wir an anderer Stelle vertieft sprechen, unbedingt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Mit dem Theatermacher Christoph Schlingensief gesprochen, scheitern als Chance. Deshalb lassen Sie uns die weitere Debatte um die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas als Zukunftsdebatte für die Landeshauptstadt Dresden und für Europa führen, denn auch eine alte und bekannte Kulturstadt in der Mitte Europas muss sich ab und an neu erfinden. Vielen Dank. Soweit vielen Dank, Frau Maiklepsch. Und gestatten Sie mir noch eine Ergänzung auch meinerseits einmal vorzunehmen. Also ich bleibe weiterhin traurig, dass die Jury unseren und ich sage mutigen Ansatz nicht einmal weiter gehen lassen hat, weil wir ein Thema aufgenommen haben, was sich quer durch Europa, und da meine ich jetzt nicht nur den Bereich Osteuropas nach 1990, sondern man kann Gesamteuropa anschauen. Wir sehen Proteste in Frankreich, Gelbwesten, wir sehen Brexit-Entscheidungen in Großbritannien, wir sehen Diskussionen Österreich, Italien, man kann die ganze auch westliche Welt hernehmen. Wir sehen, dass die Menschen mit der Schnelllebigkeit der Veränderung im Rahmen von Globalisierung, Digitalisierung, auch Migrationsbewegungen nicht so folgen können. Wir sehen Auseinanderdriften von städtischen und ländlichen Bereichen. Diesen Thematiken und diesen keine leichten haben wir uns in unserem Bewerbungsbuch gestellt. Wir haben es wahrscheinlich nicht so geschafft, das Thema darzustellen, dass es die Jury überzeugt hat. Das ist bitter. Oder man kann es auch anders formulieren, die Kulturhauptstadt Jury hat weiterhin stärker einen eher stadtentwicklungsmäßigen Ansatz
bei Ihrer Auswahl verfolgt. Das ist schade, auch für den Kulturhauptstadtprozess. Ich glaube aber, und davon bin ich überzeugt, ob wir jetzt weiterhin Kulturhauptstadtprozess drin sind oder nicht, diese Fragen stellen sich für unsere Stadtgesellschaft und die stellen sich für die Stadtgesellschaften Europas. Und denen werden wir uns weiterhin widmen müssen. Und darin sehe ich auch eine wahnsinnig große europäische Dimension. Und mich befriedigt es nicht. Und diesen Transformationsprozess müssen wir auch für unsere Stadt gestalten. Wenn die Jungen, die Kreativen, die auch die Stadtgesellschaften voranbringen wollen, eher in Städte wie Berlin oder wie Leipzig streben, wir müssen für uns auch als Dresden diese kreativen Potenziale in die Stadt stärker in die Zukunft wieder anziehen. Das war auch gewollt mit Inhalt der Kulturhauptstadtbewerbung. Jetzt sind wir leider ausgeschieden. Wir werden uns trotzdem diesen Aufgaben stellen müssen. Und die werden wir insbesondere in dem Prozess jetzt stellen müssen. Was lernen wir? Welche Projekte machen wir weiter? Welche Rolle kann in diesem schwierigen Prozess die Kultur spielen? Das sollte auch eine Rolle im Kulturentwicklungsplan spielen. Und ich würde mich freuen, wenn wir da in eine kreative, gemeinschaftliche Diskussion miteinander einsteigen können. In diesem Sinne beenden wir erstmal jetzt die aktuelle Stunde und wir setzen fort in der Tagesordnung mit dem Punkt 5.1.